Landeshauptmann Kornbatscher und die SVP haben die Sicherheit unserer Städte und Dörfer auf dem Götzenaltar einer grenzenlosen Toleranz geopfert. Sie gefährdet unsere Sozialsysteme, unseren Wohnungsmarkt und die Zukunft unserer drei Volksgruppen. Wir Freiheitliche treten ein gegen die ungezügelte Massenmigration und die grenzenlose Naivität dieser Landesregierung. Wir wollen eine qualifizierte Zuwanderung nach kanadischem Vorbild, bei der sichergestellt ist, dass Südtirol nur die Fachkräfte bekommt, die es auch braucht. Südtirol in sicheren Händen ist für uns keine leere Floskel. Es ist der Auftrag, dafür zu sorgen, dass wir auch morgen noch in diesem Land leben können, das uns unsere Vorfahren aufgebaut und hinterlassen haben. Die Familien sind die Zukunft unserer Heimat. Als mehrfacher Familienvater weiß ich aus erster Hand, mit welchen Herausforderungen die Südtiroler Familien konfrontiert sind. Wir setzen uns daher ein für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, höheres Kindergeld und die Lohnfortzahlung im Mutterschaftsurlaub. Verantwortung für Generationen zu tragen, heißt für uns auch, dass Kinderreichtum kein Luxus sein darf. Wir machen uns daher stark für die Senkung der Kita-Kosten und den Vorrang für einheimische Familien bei Kindergarten und Schulplätzen, damit wir unseren Kindern den besten Start ins eigene Leben ermöglichen können. Die Südtiroler Landesregierung hat es geschafft, dass unser Gesundheitswesen heute vor großen Herausforderungen steht. Überlange Wartezeiten, Ärztemangel, die Schließung von Abteilungen und ganzer Krankenhäuser im ländlichen Raum bedrohen die Versorgung unserer Bevölkerung. Wir Freiheitliche fordern eine zeitgemäße Gesundheitspolitik, die auch in Zukunft eine hochwertige Patientenversorgung für unsere Südtirolerinnen und Südtiroler sicherstellt. Dafür braucht es eine Stärkung der Gesundheitssprengel, die Aufrechterhaltung von ländlichen Krankenhäusern und die Wiedereinführung der Rückvergütung. Mit der Gesundheit spielt man nicht. Es wird deshalb Zeit für eine Gesundheitspolitik, die nicht bei den Menschen spart, sondern ihnen eine wohnortnahe und bestmögliche Versorgung bieten kann. Entweder für ein Weiter-so mit Kornbatscher und seiner linken, untätigen SVP, die die gravierenden Mängel in allen Gesellschaftsbereichen ignoriert und nur ihre eigenen Interessen im Sinn haben. Oder sie entscheiden sich, dem Alleinanspruch der Südtiroler Volkspartei gemeinsam mit uns entgegenzutreten und Südtirol wieder in sichere Hände zu geben. Am 21. Oktober haben Sie die Wahl, damit Südtirol auch morgen noch Heimat bleibt.